Heute wird's besonders. Heute werden wir Zane und das allererste Mal als ein Bot pranken. Und das mit dem Würfelbot. Der Skin ist nämlich heute erst rausgekommen und der ist übertrieben geil. Und der kann auch seine Farben ändern. Wir werden sie auf jeden Fall gleich anrufen, ihr erzählen, dass neuer Bot existiert und mal schauen, wie sie darauf reagiert. Und eins wissen wir noch nicht. Ist es jetzt wirklich Zane oder ist es Sonja? Vielleicht erfahren wir es ja heute, indem wir einfach ihre Reaktion sehen. Okay, Freunde. Da ist sie. Seht ihr sie da unten? Da ist sie. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Oh, ich bin richtig gespannt, wie sie reagieren wird. Ich glaube, sie holt sich irgendwie jetzt gerade Holz. Sie geht da jetzt rein in die Base. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich verstecke mich hier am besten hinter diesem Baum und rufe sie an. Okay, ich rufe sie an. Ja, ey, Zane, ich habe gerade gesehen, du spielst Fortnite? Ja, ich spiele Fortnite. Ist was? Was ist denn los? Ey, weißt du gar nicht, dass in der Nacht ein neues Update war? Ey, was? Doch, schon eigentlich. Aber was ist denn damit? Ja, hör zu, ein neuer Bot ist in Fortnite. Nämlich ein Würfelbot. Ja, genau. Und ey, glaub mir, er kann einfach die Farben von Würfeln ändern. Und er kann sich selbst auch in anderen Farben verwandeln. Niemals, oder? Niemals. Doch, ey, was machst du? Und wo bist du gerade in Fortnite? Ich bin gerade hier beim... Hier ist so ein Ort, das ist neben meinem Slurpee. Okay, hör zu. Such ihn irgendwo, da bei dieser Basis. Such ihn und dann drück bei ihm E. Und du wirst richtig überrascht sein. Echt? Oh mein Gott, Daddy. Wie sieht der denn ganz genau aus? Wie ein Würfel. Das ist quasi ein Würfelbot. Der ist ultra selten. Und der ist immer in verschiedenen Locations. Und du hast jetzt gerade wirklich sehr viel Glück, dass du in der Nähe von ihm bist. Weil ich habe das gerade in so einer Leak-Seite gesehen. Warte mal kurz. Ich suche ihn gerade. Da hinten ist ein Baum. Der ist da auch nicht. Da hinten ist was. Beschreib mal, was du da gerade siehst. Sonja, da ist kein Rabe, wirklich. Also guck mal, hör zu, du musst da genau suchen und dann wirst du ihn finden. Er ist hier. Hast du ihn gefunden? Mein Gott, guck mal. Oh, ey, warte, hat er so eine Würfelspitzhacke? Weil dann ist er es wirklich. Ja, Danny, ja. Nein. Danny, aber ich kann nicht drücken, Danny. Kannst du nicht? Pass auf, sonst machst du ihn noch wütend. Das Ding ist, vielleicht musst du ihm einfach eine Waffe schenken. Hast du eine Waffe am Start? Ja, ich hab eine Waffe. Warte mal. Ich hab keine Maschinenpistole und 18 Munition. Diese Kamera musst du erstmal kaputt machen, glaube ich. Das ist ein neues Feature. Diese Kamera, die da gerade so Alarm macht. Ja? Mach die mal ganz kurz kaputt. Okay. Oh mein Gott, Baby, das sieht so schön aus. Und ich glaube, du musst jetzt zweimal dücken. Eins. Hä? Was macht er? Er nimmt die Waffe. Ich glaube, der will jetzt einen Würfel bauen. Hast du... Jetzt musst du ihn, glaube ich, als nächstes Metz droppen. Hast du irgendwie Holz oder so? Oh mein Gott, ja, ich habe sogar Stein und Metall. Ich lese gerade im Internet, er wird jetzt einen Würfel bauen. Der Metz, er baut nicht ein. Oh mein Gott. Ich bekomme Angst. Ey, die Bots sind heutzutage so schlau. Ich weiß es auch nicht, was er da gerade tut. Ey, jetzt bist du im Würfel drin. Und jetzt wird er gleich die Farbe ändern. Ey, bist du auch aufgeregt wie ich? Oh mein Gott, Danny, das ist schon geil. Schön aus. Oh mein Gott, die Würfel. Oh, warte, Zane. Warte mal ganz kurz. Ich lese hier nochmal was ganz kurz durch. Freunde, ich habe sie jetzt gestummt. Ich werde sie jetzt gleich pranken. Oh mein Gott, schaut mal, wie sie Angst hat. Ey, und jetzt werde ich sie gleich mit meiner Waffe killen. Und dann sagen, dass der Bot sie nicht mag. Okay, ich entstumme mich wieder. Ich hab gerade was sehr Schlimmes gelesen, Sonja. Wenn er dich in einen Würfel einbaut, dann, ich will ja nicht sagen, aber dann mag er dich nicht. Ich bin gestorben. Ach Mann. Danny, der hat mich getötet. Der hat dich getötet? Ey, Danny, ich bin gestorben. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ey, ich wusste gar nicht, dass er so böse ist, wenn er dich in einen Würfel einbaut. Aber vielleicht hast du nächste Runde ja ein bisschen mehr Glück, okay? Ja, ich hoffe mal, Danny, weil das war echt wirklich blöd. Wir schaffen das auf jeden Fall, von ihm die legendäre Würfelwaffe zu bekommen. Okay, das schaffen wir. Dann versuch noch eine Runde zu spielen. Und wenn du denn drin bist, ich rufe dich dann an, okay? Okay, Danny, das machen wir so. Bis gleich. Okay, bis gleich. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Runde. Okay, Freunde, in der letzten Runde haben wir sie richtig heftig geprankt. Aber in
dieser Runde wird's nochmal heftiger. Denn wir werden jetzt sagen, der neue Bot ist neben den goldenen Würfel gespawnt. Und er kann da einfach die Farben ändern. Das heißt, jedes Mal, wenn sie E drückt, ändert sich die Farbe des Würfels und sie bekommt richtig große Augen bestimmt. Ich werde sie jetzt wieder anrufen und ihr Bescheid geben. Da ist sie unten, da ist sie unten. Hallo? Zeno? Sonja? Ja, hey Sonja. Ja, Danny? Ja, hör zu. Guck mal, das Ding ist, du bist jetzt schon mal, glaube ich, richtig gelandet, nämlich in der Nähe des goldenen Würfels. Wusstest du eigentlich, dass hier in der Nähe der goldene Würfel ist? Ein goldener Würfel? Was? Das wusste ich nicht. Du bist ja gerade bei der Tankstelle, ne? Und ey, ja. Ich sag dir eins, wenn der Bot beim goldenen Würfel spawnt, holy moly, dann hast du quasi Jackpot. Weißt du, was eigentlich Gold bedeutet? Mein Gott, Danny, du... Ich bin so aufgeregt, muss ich sagen. Das ist so spannend. Was bedeutet Gold? Gold ist Gold. Gold vergleichbar ist Gold. Weiß ich nicht. Gold bedeutet goldene Waffen, Sonja. Ich habe ihn gefunden. Hier ist eine goldene Würfel, aber ich sehe den Bot nicht. Ach was, hast du den wirklich gefunden? Ja, aber ich hab den Bot nicht gefunden. Da musst du weitersuchen, weil er ist hier irgendwo in der Nähe. Er versteckt sich so meistens in Gebüschen oder sonst was. Aber du wirst ihn bestimmt gleich finden. Oh mein Gott, ist das spannend gerade. Wirklich. Ich höre Schritte. Mein Gott, Danny, ich höre Schritte. Er läuft immer so ein bisschen umher, weißt du? Wenn du ihn siehst, sag mir, gib mir direkt Bescheid. Glaub mir, das wird heftig. Oh mein Gott, Danny. Was ist er denn hinter dem Würfel? Er ist irgendwo, glaube ich, auf dem Berg. Was hüpfen und schauen, Danny. Oh mein Gott, der ist hinter mir. Nein, sag mir bloß nicht, du hast ihn gefunden. Sag mir jetzt ganz genau, welche Farbe sein Rückenaccessoire hat. Okay, das ist grün und lila und ist drauf sein Haus. Ich weiß nicht. Okay, okay. Eine Insel. Aber grün sieht ein bisschen aus wie Gold, oder? Ja, ein bisschen. Okay, dann drück mal jetzt E. Ja, hab ich. Oh, siehst du gerade, wie sich die Farbe des Würfels verändert? Oh mein Gott, ich seh's. Ja, und jetzt drück nochmal E. Oh mein Gott, hey, BTF. Ja, ey, ich hab dir doch gesagt, der Bot ist einfach übertrieben. Und oh jetzt... Oh mein Gott, Danny. Jetzt mach mal deinen Lieblingstanz vor ihm. Eventuell wirst du ihm sogar gefallen. Was für einen Tanz soll ich denn machen? Was denn dein Lieblingstanz? Ich weiß es nicht. Ich muss mir überlegen, warte mal kurz. Ich nehme Umarm. Ich glaube, er mag deinen Tanz nicht. Ich sehe das gerade in einer Übertragung. So, nein, auch nicht. Okay, warte kurz, okay. Oh Mann, was ist denn los mit ihm? Nein, du fehlst die ganze Zeit falsch. Es wird langsam knapp mit der Zeit. Und ich glaube, du machst ihn richtig sauer. Ich hab wenig Leben. Hier, Eier für dich. Eier, guck. Ding, Eier? Ding, dong, ding, dong. Ein Würfel mit Eiern? Ding, dong, ding. Ey, das mag er überhaupt gar nicht. Oh mein Danny, wieder gestorben. Ja, du willst ihm Eier anbieten? Einen Würfel? Ja, Eier. Eier sind gesund und kann essen, aber ich bin wieder gestorben. Aber Sonja, wir haben jetzt Halloween und nicht Ostern. Oh, Mann. Danny, das ist keine gute Idee. Der ist böse. Ja, ich glaube, wir geben dem Ganzen noch eine allerletzte Chance, okay? Vielleicht kriegst du jetzt die legendäre Würfelwaffe. Ich hoffe mal, Danny. Wir werden unser Bestes geben. Ich rufe dich gleich wieder an, okay? Okay, machen wir. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, Freunde, das war auf jeden Fall wieder eine erfolgreiche Runde und in der letzten werden wir nochmal eine Schippe drauflegen. Bis gleich. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der dritten Prank-Runde und ich sehe hier schon auf jeden Fall eine Menge Gegner. Das wird also ziemlich heftig gleich. Ich werde jetzt versuchen, auf diesen Würfeln zu landen und dann werde ich sie richtig hops nehmen, glaub's mir. Als erstes müssen wir erstmal irgendwie hier hochkommen. Wir müssen so an die Ecke. Okay, jetzt hat's funktioniert. Jetzt können wir hier drauf rumlaufen und jetzt rufen wir sie einmal ganz kurz an. Okay, Sonja? Danny? Ja? Ja, wo bist du denn? Du musst auf jeden Fall zu diesen kleinen Würfeln. Da ist der Boss. Oh mein Gott, warte mal kurz. Ich suche ihn jetzt, okay? Okay. Ich hab ihn geschaffen diesmal. Ey, pass auf, hier sind auch richtig viele Gegner, ne? Echt jetzt? Oh Mann, warte mal, hier ist Loot. Ich nehme Minis schnell. Schau mal oben auf den Würfeln. Ich glaube, der ist da irgendwo. Ich werde Schritte, Danny. Ich werde Schritte. Oh mein Gott, Danny, der ist da oben. Echt? Geh zu ihnen hoch. Geh zu ihnen hoch. Versuch's doch mal zu ihm hochzugehen. Oh mein Gott, ich bin da unten wieder.
Ja, versuch auf deinen Würfel raufzugehen. Auf den Würfel. Ich kann nicht. Weil du bist nicht die Auserwählte, weißt du? Nicht schlimm, nicht schlimm. Hast du eine Waffe für ihn wieder? Ja, klar habe ich eine Waffe. Guck mal hier, eine Pam, Metz, oh. 70, 3. Was macht er gerade? Er nimmt gerade die Sachen, er hebt die auf. Oh mein Gott, ich glaube, diesmal wird's klappen. Ich glaube, diesmal kriegst du eine legendäre Waffe. Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt, aber wenn das diesmal nicht kann, dann lösche ich Fortnite. Nein, nicht löschen, nicht löschen. Jetzt. Oh mein Gott, Ich glaube, er macht jetzt den legendären Tanz. Warte mal ganz kurz, lass mal gucken. Oh mein Gott. Was macht er für einen Tanz? Das ist ein Notgen-Tanz. Ja, ich glaube, den hättest du ganze Zeit machen sollen, dann hätte er dich nicht gekillt. Oh Mann, warum bin ich nicht darauf gekommen? Versuch ihn mal zu machen. Okay, warte, ich muss einen Tanz finden. Warte kurz. Ich habe so viele Tänze, Danny. Hier, guck. Ja! Das Skin ist gestern Abend rausgekommen. Danny, das warst du und hast mich gestreamsniped. Ja, ey, dich hat noch niemals jemand gestreamsniped. Und ey, Sonja, wenn wir jetzt miteinander zu tun haben, musst du das lernen. Oh, Danny, du hast mich echt erschrocken, ey, wirklich. Aber das war wirklich ein cooler Prank, muss ich sagen. Oh mein Gott, ja. Das tue ich nie wieder, okay? Okay, versprochen. Versprochen. Okay, dann habe ich dein Wort, Danny. Okay, dann spiel einfach ruhig jetzt weiter und viel Spaß auf jeden Fall. Dir auch, Danny. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Okay, Freunde, ich habe sie richtig krass geprankt mit meinen Stream-Snipes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und Creator Code Danex. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Euer Danex. Haut rein.